Ich hab gesehen, dass du hackst, Mann. Das gibt's doch wenigstens zu, KDK. Gib's doch wenigstens zu, du kleiner Hacker. 2006. Puh. Ich muss das melden. Bei abgegrieft. Herzlich willkommen. Abgenimm halt deinen Kopf und schlag mir damit richtig in die Fresse. Absurd TV. Absurd TV, das ist doch ein Mod bei uns. Warte mal, wo ist denn der Absurd TV? Yeah, boom. Freundschaftsanfrage geschickt, Leute. Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar habe ich mir gedacht, wir müssen mal nach langer Zeit ein bisschen wieder auf dem Mainz.net-Server aufräumen. Denn da sind ja so viele Hacker unterwegs, beziehungsweise es sind noch einige Hacker unterwegs und die kriegen es heute mit uns zu tun. Dafür müssen wir uns erstes ins Report-System einloggen und zwar mit /report-login. Loggen wir uns in das Report-System ein und warten mal, ob vielleicht gleich ein kleiner Hacker-Report reinkommt von einem Spieler. Ihr wisst ja, mit /report kann man einfach Spieler reporten und dann ja, kommt früher oder später ein Moderator vorbei oder ein Supporter und bannt den Spieler vielleicht weg. Wir warten mal, ihr wisst ja vielleicht noch vor einiger Zeit, da kamen richtig viele Reports, es sind schon deutlich weniger Hacker gewesen, aber Werbung, Siafia. Hacking, oh, da ist jemand am Hacken und Werbung machen, das gucken wir uns direkt mal an. Es wird sich schon ein Spieler, ach Mann, da war ein Supporter schneller als ich, Leute, Mist, ja. Was? Ja! Freunde, das ist hier ein Geschwindigkeitsspiel. Ich muss als erster vor meinen ganzen Supportern hier klicken, damit ich den Zugschlag kriege und den Typen bannen darf. Ich spam einfach rein, Leute. Ich spam einfach vorher schon rein. Dann erwische ich auf jeden Fall... Ja! Ja! Ich habe einen erwischt, Freunde. Okay, du bist dran wegen Hacking. Was macht er denn hier? Der KDK 2006. Ich gehe mal zum KDK 2006. Hallo, was machst du denn, KDK? Ich meine, Trial-Modus oder Trial-Modus ist jetzt aktiviert, Freunde, ihr kennt das vielleicht noch. Aber bisher sieht das doch alles ganz cool aus. Ich muss auch sagen, wenn er jetzt hier nicht hackt, dann werde ich natürlich auch nicht verarschen und so. Und das sieht doch eigentlich alles ganz gut aus, KDK. Okay, ein bisschen asozial, dass er sich jetzt einfach so in die Luft baut. Macht der? Also der KDK spielt doch eigentlich ganz... Okay. Das war jetzt nicht so klug, KDK. Mal gucken, was jetzt... Hä? Hat er keinen Fallschaden bekommen? Er kriegt keinen Knockback. Hä? What the fuck? Alter, was ein Hacker. Schaut euch das mal an, Leute. Ich hau den die ganze Zeit und er kriegt null Knockback. Was? Ja, tut mir leid. Du darfst dich hier nicht hochbauen. Hör auf! Ja, KDK. Was ist das hier? KDK 2006. Team Blau hat gewonnen. Ja, ja, ja. KDK. GG, er schreibt noch GG. Und Dark Shadow schreibt auch GG. Ist das sein Teampartner oder was? Alter, der... Oh, den müssen wir verfolgen, Leute. Den müssen wir auf jeden Fall verfolgen. Da ist er. Da ist der Hacker. Da ist er. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Was wirst du wohl als nächstes tun? Okay, hier ist er reingegangen. Wir gehen mal in Bad Wars 2x4. Das spielt hier auf jeden Fall mit. Ich bin gerade genickt. Super, ich bin genickt. Dann würde ich sagen, ich gehe mal... In welches Team ist denn der KDK? Der KDK ist... Wo ist er hin? Wo ist der KDK hin? Skywars will er jetzt hacken. Er will in Skywars hacken, Leute. Ja, genau. Guck du mal. Welches gehst du denn rein? Was ist das denn für einer hier? Der überlegt die ganze Zeit, wo er reingeht. Hi. Hallo? Ich bin gar nicht da. Du hast mich nicht gesehen. Ich will dich nicht bannen. Ich will nur zugucken und dich trollen. KDK. Was macht der denn hier? Der will einen Screenshot machen. Der will einen Screenshot machen. Hau ab! Hau ab! Ich tue einfach so, als würde ich den gar nicht kennen und als würde ich gar nicht auf den Acht geben, so. Jetzt merkt er das bestimmt nicht, wenn ich mich hier in die Ecke stelle. Ja, genau. Ich interessiere mich gar nicht für dich, KDK. Ich gucke nur die Wand an. Ja, Freunde, ich glaube, ich bin gerade... Ich glaube, ich bin gerade aufgeflogen. KDK hat mich... Ah, jetzt fällt er bestimmt auf zu hacken. KDK, du Hacker! Du Hacker! Ah, jetzt ist er weg! Er ist weg! Wo ist er hin? KDK 2006. Oh, er ist ins Spiel reingegangen. Er ist in Skywars drin. Er ist in Skywars drin. Ich bin der Tische 987 und der KDK ist noch da. Er ist noch drin. Okay, ich starte mal das Spiel. Ich starte mal das Spiel. Und guck mal das mal an. Dann werden wir den KDK nämlich jetzt noch schön verarschen, Freunde. Den werden wir noch schön verarschen. 8x3. Los geht's, KDK. Wo bist du denn? KDK ist in Team 1. Okay. Trial-Modus an. Trial-Modus aktiviert. Und los geht's. Wo ist der KDK? Den müssen wir uns jetzt erstmal holen. Ich teleportiere mich einfach direkt hin. Zack, hier ist er. Du kleiner Fiesling, du kleiner Hacker. Mal gucken, ob der noch seine Hex anhat. Er hat sie noch an, er hat sie noch an. Die Hex sind noch an. Ja, guck dich ruhig um, ne? Was ist das hier? Was ist das hier wohl? KDK.
Oder ob er... Warte, ich kann ihn mal einbauen. Mal gucken, ob er merkt, wenn ich ihn einfach einbaue. So, zack, gehen wir hier mal rein. Dann gehen wir hier mal durch die Wand einfach, zack. Ist so ein Blumenkopf. So, zack, zack. Gardeka. So, mal gucken, ob der checkt, dass ich den einfach ins Haus hier eingesperrt habe. Der kann nämlich jetzt genau nirgendwo mehr raus. Mal gucken, ob er das checkt. Gardeka. Wir haben jetzt hier einen kleinen Hacker, mal gucken, ob der Hacker dann auch wirklich so klug ist, wie er denkt. Hacker halten sich ja immer für besonders klug. Und du hast jetzt hier noch eine Werkbank und ansonsten hast du nichts, weil hier kann keiner raus und keiner rein. Gucken, ob hier unten im Erdloch noch irgendwas ist. Ich glaube, hier ist auch nur eine Truhe. Hier kann... Oh, hier sind auch Sachen drin. Aber das checkt er anscheinend auch noch nicht. Ja, genau, Hacker. Wie kommst du jetzt raus? Wie kommt... Man kann die Blöcke abbauen? Was? Oh mein Gott. Was? Und er geht natürlich direkt rüber. Und hey, oh, der Hacker ist so gut. Er ist so gut, er ist direkt runtergefallen. Oh mein Gott, KDK, bist du schlecht, Alter. Bist du schlecht. KDK? Hackst du? KDK, weißt du, Leute, der ist so am reinhacken und sagt dann, nee, warum? Hab ich gesehen. Ich hab gesehen, dass du hackst, Mann. Das gibt's doch wenigstens zu, KDK. Gib's doch wenigstens zu, du kleiner Hacker. 2006. Hä? Ich muss das melden. Bei abgegrieft. Der ist jetzt auch ein bisschen voll den Trottel. Wen ich hege, dann wäre ich nicht gestorben. Mit 1, 2, 3. Na gut, das kann man so schreiben. Mit ganz vielen Rechtschreibfehlern, Freunde. Mit ganz vielen Rechtschreibfehlern. Du bist gestorben, weil du schlecht bist. Ich kann euch ja mal die Wiederholung zeigen, Freunde, aber das war einfach nur No Skills. Da kann selbst ein Hacklein kann einen da nicht mehr retten, wenn man so schlecht spielt. Wieso hackst du? Ich sag's abge. Das ist total fies zu hacken. Warum denkst du, ich hacke? Ich hab's gesehen. Freunde, wir haben alles auf Aufnahme, Mann. Der hat gehackt. Wir haben alles auf Aufnahme. Ach ja, Freunde, wenn ihr Lust habt, dass wir mal öfter wieder ein paar Hacker von Minesucht.net-Server bannen, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben und schreibt doch einen Kommentar. Aber ein Daumen nach oben wäre am coolsten, weil dann kann ich direkt sehen, hey, ihr möchtet davon mehr sehen und so. Und dann kommt davon auch mehr. Deswegen kurz einen Daumen nach oben drücken. Wäre cool, würde mich echt freuen. Das ist der Leonardo1211. Sobald du gestorben bist, gehe ich auf eine andere Lobby wegen diesem Mizzet. Oha, der Hacker hat mich beleidigt als Mizzet. Ich annick mich jetzt mal. KDK, du Hacker. Habe ich mal in meinem Abgegrief-Account geschrieben als Owner vom Server. Mal gucken, was jetzt kommt. Ich hacke nicht, okay? Doch. Du hackst voll hart, Mann. Der ist so am Hacken. Und jetzt, oh, das ist einer, wisst ihr? Er ist Hackter, dann gibt es nicht zu und dann beleidigt er mich noch. Das ist so ein richtiger Mann. Ah, es tut mir leid, dass ich jetzt hier gerade so ein bisschen ausfällig werde, Leute. Aber das ist so ein richtig... Das ist ein... Es ist ein Arsch, Freunde. Es ist ein richtiges... Es ist ein Stück. Es ist ein richtiges Stück. Schreibt alle in die Kommentare. Hashtag Stück. KDK, du Stück! Achtung, Warnung! KDK hackt! Okay, er leugnet es immer noch. Er leugnet immer noch, dass er hackt, Freunde. Oh, er spielt hier mit seinem Freund gerade. Ich glaube, sein Freund ist auch so. Ist der auch ein Hacker? Ne, der kriegt ein Knockback. Mal gucken, ob er immer noch am Hacken ist oder ob er jetzt wenigstens die Hex ausgemacht hat, nachdem ich jetzt Owner geschrieben habe. Oh, er hat die Hex ausgemacht, Freunde. Er hat die Hex tatsächlich ausgemacht. Ist ja nicht zu fassen. Er glaubt wirklich, er kann sich aus der Nummer hier noch rausreden, indem er einfach die Hex ausmacht. Aber KDK, für solche Spielchen ist es jetzt leider ein bisschen zu spät. Denn ich habe dich gerade schon vorher auf Richard hat ertappt und hier auf dem Minesucht.net-Server haben wir keinen Bock auf Leute wie dich. Deswegen würde ich sagen, du haust jetzt erstmal ganz schnell ab. Und ja, jetzt hat er erstmal No-Fall angemacht, nur damit er nicht runterfällt. KDK hat gerade No-Fall angemacht mitten in der Luft, nur weil er gestorben ist. So, Leonardo, mal gucken, ob du auch hackst. Ne? Mach auch mal deinen No-Fall an. So, KDK. Du wirst jetzt erstmal gebannt. Ich glaube, der Freund von ihm hat nichts an. Ich glaube, ich würde ihn jetzt auch gerne bannen, aber es wäre halt zu Unrecht. Ihr müsst wissen, auf Minesucht ist es so, dass wir niemanden bannen ohne einen richtigen Beweis oder sowas. Deswegen werde ich den Freund jetzt nicht bannen, auch wenn er wahrscheinlich die Hex quasi ausnutzt, weil er sein Freund alles gewinnt. KDK wird jetzt für die 14 gebannt. Das heißt, er ist für immer weg von diesem Server, KDK. Man sieht sich in einem anderen Leben. Freunde, wenn ihr Bock auf mehr von sowas habt, gebt doch einen Daumen nach oben und ja, dann checken wir noch ein paar mehr Hacker ab. Ansonsten habt einen sehr schönen Tag. Mein Sucht ist wieder ein bisschen freier von einem Hacker weniger. Haut rein und tschüss.